Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gima Ruppali und heute möchte ich euch wieder was Schönes Italienisches zeigen. Und zwar machen wir heute aus diesem Buch hier, das ist das Buch Pane, Panini, Profumo, Forno di Casa. Das heißt, das ist das, der leckere Geruch aus dem Ofen. Voilà, okay, und weiter geht's. Wir legen auch direkt auch schon los und wir machen heute Ciabattine Veloci. Das heißt, das sind Ciabattine, so kleine Ciabatta-Brote. Alles klar? Okay. Und wir brauchen folgende Zutaten. Wir brauchen 330 Gramm Wasser, 15 Gramm Hefe, 1 Teelöffel Honig, 470 Gramm Mehl, Typ 00 oder diesen Typ hier, Typ 550. Könnt ihr auch nehmen, ja? Ist circa dasselbe. Va bene? Dann bräuchten wir 30 Gramm Speisestärke und 10 Gramm Salz. Okay, legen wir auch gleich direkt los. Also, das Erste, was wir machen, ist, ich lese das schnell mal durch hier. Das Erste, was wir machen, ist Wasser. 330 Gramm Wasser in den Mixtopf. So. Die Hefe. 15 Gramm Hefe und wie viel war das nochmal? Achso, und ein Teelöffel Honig. So, super. Super, und weiter geht's. So, das Ganze jetzt auf für 3 Minuten 37 Grad auf Stufe 2. Bis nachher. Tata, und weiter geht das Ganze. So, wurde jetzt erwärmt. Jetzt kommt Mehl, 470 Gramm Mehl hinzu. So, einmal. Speisestärke 30 Gramm. 2 und 10 Gramm Salz. So, das Ganze wird jetzt nochmal geschlossen und auf Teigstufe eingestellt. Teig für 3 Minuten auf Teigstufe. Bis nachher. Und weiter geht's. So sieht das Ganze dann aus. Seht ihr? Jetzt werden wir das... Ich habe jetzt hier die Schüssel ein wenig eingefettet mit Olivenöl, damit das auch nicht später klebt. Va bene? So, dann drehen wir das Ganze, den Topf. Dann drehen wir mal hier am Rad. So. Voilà! Das Ganze wird jetzt für 1,5 Stunden in einen ruhigen Raum zum Hochgehen. Ja? So, dass der Teig sich verdoppelt. Bis nachher. Ciao! So ihr Lieben, da bin ich wieder und zwar sind 1,5 Stunden vergangen und hier ist das Ergebnis, seht ihr? Der ist schön hochgegangen, das Ganze. So, jetzt öffne ich das mal. Ich habe ja auch schon das Blech vorbereitet mit ein wenig Mehl, damit es auch nicht so klebt, weil der ein bisschen klebrig ist. Seht ihr das? So, dann hole ich das mal ein bisschen raus. Das Ganze. So. Super. Tue ich mal zur Seite. Farina. So, jetzt tun wir das auf das Blech. So. Perfetto. So, ein bisschen.
bisschen mit Mehl spielen und circa 210 Gramm pro Stück. Wir nehmen jetzt drei Stücke, machen drei Stücke daraus. So, seht ihr? So viereckig müssen die gemacht werden. Ja? Ihr müsst viel mit Mehl zusammenarbeiten. Dann klappt das. Ja? So, viel mit Mehl. So, ein bisschen drehen dabei. Okay, schön sieht anders aus. Okay, wir lassen das jetzt eine halbe Stunde noch mal ruhen und wir sehen uns nachher. So, ihr Lieben, die 30 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt werde ich die ein wenig mit einem Pinsel und Wasser bestreichen. Ja? So, machen wir das mal schnell. Super. Okay, Nummer 1. Jetzt kommt der Nummer 2. Ue, Giappattine. Giappattine heißt, wie gesagt, übersetzt kleine Ciabatta-Brote. Ja? In einem Wort. Giappattine. Veloci. Also Veloci heißt schnell. Schnelle kleine Ciabatta-Brote. Yes? So, super. So, jetzt wurden die bestrichen. Der Ofen ist ja schon vorgeheizt auf 180 Grad. Das Ganze jetzt für 40 Minuten Ober-Unterhitze auf 180 Grad. Ja, bis nachher. So, ihr Lieben, die 40 Minuten sind vergangen. Die Giappattine sind hier draußen und sind so sozusagen leicht abgekühlt. Wir werden das Ganze jetzt zusammen anschneiden und schauen, wie das Ganze aussieht. Va bene? Dann lege ich los. Lecker knusprig das Ganze. Wow. Supi. Guckt euch das mal an. Seht ihr? So sieht das von unten aus. Und so von oben. Ja? Gut aus, oder? Schön fluffig. Buon appetito! Italia! Super lecker, wirklich, wow! Das ist der Duft von Dolce Vita, wow! Auf jeden Fall kann ich euch wirklich empfehlen, das Ganze. In dem Sinne, buona fortuna beim Nachmachen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch Kommentare drunter lässt unter dem Video. Und mein Name ist Gimaro Pali. Ich habe euch heute das Rezept gezeigt von diesem Buch, Pane Panini, ein italienisches TM-Buch, geschrieben auf Italienisch und übersetzt direkt auf Deutsch für euch. Ja, vielen Dank für alles, alles Gute und viel Glück nochmal beim Nachbacken. Ja, mein Name ist Gimaro Pali. Bis das nächste Mal. Ciao. Ich habe fertig. Ei!